Gleich sind wir dann auch schon fertig mit dem Bepflanzen. Und da würde ich sagen, gehen wir dann gleich mal los in den Nether und machen uns auf die Posch oder so. Wie auch immer. Pass auf. Also ich mache mir jetzt gleich noch ein bisschen Brot. Deswegen ernte ich ja jetzt hier gerade nochmal. Ist natürlich immer nervig hier, die Hälfte nur ernten zu können, weil der Rest nicht gewachsen ist, aber naja, egal. Hier hinten ist auch. Wir müssen echt mal das ganze Feld wachsen lassen. Und dann mal alles gleichzeitig abernten. Das wäre echt mal das Beste. Boah, das ist auch immer so anstrengend für meine Augen, habe ich das Gefühl. Ja, ich kann ja schon mal mit einem Thema für heute anfangen. Und zwar möchte ich heute über Maifeuer reden. Beziehungsweise nicht Maifeuer. Da habe ich ein bisschen was verwechselt. Das ist auch demnächst. Ach, das ist sogar morgen. Lol. nee, ich wollte über Mai-Ferien reden. Denn ich habe tatsächlich in meinem Mai in der Schule einige Tage frei. Also, das ist gar nicht mal so wenig. Das kann man schon echt als Ferien bezeichnen. Denn, ja, wie gesagt, also ich kann es ja mal ganz kurz sagen. Nächste Woche haben wir den 2.5., glaube ich. Oder? Der zweite müsste am Montag sein, genau. Und ja, es ist ja natürlich auch scheiße, dass der erste ein Sonntag ist. Da hätte man nämlich eh frei gehabt. Naja, ist dann wieder unglücklich gefallen. Auf jeden Fall ist der Montag, der 2.5. Und nur an diesem 2. und 3. muss ich in die Schule. Rest der Woche habe ich frei. Wegen Himmelfahrt und ein bisschen was anderem. Weil sie noch uns einen Brückentag haben sie uns gegeben und noch einen zweiten Ferientag an dem Mittwoch halt. Und deswegen haben wir einfach so viel frei. Danach die Woche, am 9.5. muss ich nochmal hin in die Schule. Am 11.5. nicht. Ne, am 10.5. nicht. Denn da ist was ganz Interessantes. Und zwar Prüfungstag der 12er. Und ich als Elber, ja, kann da mich nochmal zurücklehnen und zu Hause bleiben. Denn wenn die Prüfung haben, werden wohl sehr viele Lehrer gebraucht und deswegen können die uns nicht unterrichten. Ja, das ist eigentlich der Sinn oder der Grund. Ja, und ansonsten haben wir ja noch die Woche drauf. Also das wäre dann der einzige Tag, der Dienstag ist das. Und die Woche drauf ist es nochmal so geil. Da haben wir nämlich Pfingstmontag und Dienstag frei. Ja, also es ist jetzt echt viel frei. Insgesamt sind es 3, 4, 6 Tage sogar. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Also, ne? Bei dem einen Tag ist es natürlich blöd, dass es ein Dienstag ist. Wäre cooler gewesen, wenn es ein Freitag oder so wäre. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, weil dienstags habe ich sowieso meinen längsten Tag immer. Nämlich 8 Stunden und da habe ich meist keinen Bock drauf. Ja, und deswegen ist es vielleicht auch in der Beziehung ganz gut, dass wir den Tag dann frei haben. Ja. Natürlich hat er keine Träne gedroppt. So. Ansonsten, nächsten Montag habe ich dann sogar ein bisschen Ausfall. Das wird geil. Da haben wir nämlich Montag einmal Matheausfall und Dienstag Lateinausfall. Und das heißt, es fallen an beiden Tagen 2 Stunden weg und das ist ziemlich cool. Einfach mal 4 Stunden mehr Freizeit. Und ja, die werde ich natürlich auch nutzen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch leider am Dienstag dann noch 2 Arbeiten. Einmal in Musik und Geo. Und ja, das ist natürlich dann auch wieder doof. Weißt du, hast du einmal Ausfall und dann musst du doch noch lernen für die Arbeiten. Weil die sind dann erst danach. Ja. Naja, auf jeden Fall, vielleicht kann ich ja mal ausschlafen oder so, mal sehen. Nee, obwohl, nee, ich werde einfach ganz normal aufstehen. Dann lerne ich halt früh nochmal. Und dann kann ich nämlich noch was aufnehmen. Ja, so machen wir's. Und, ja, gucken wir mal. So. Natürlich werde ich erst lernen, bevor ich aufnehme, ne? Immer zuerst das, was man nicht so gerne macht. Dann hat man's weg. Ja. Beziehungsweise ich brauch's an dem Tag ja unbedingt. Weil, ich muss mir das unbedingt da nochmal angucken. Ich habe jetzt auch das Wochenende echt nicht viel Zeit. Ich habe so viel zu tun schon wieder.
Allein für die Schule, es ist wirklich übel. Weißt du, da musste noch hier für Englisch muss ich noch was machen. Da muss ich noch diverse Sachen nachholen, die ich in der Woche verpasst habe jetzt. Weil ich war am Dienstag nicht in der Schule. Und wie gesagt, Dienstag ist ja mein längster Tag. Und da habe ich viel nachzuholen. Ja, und warum ich Dienstag nicht in der Schule war, das kann ich ja mal erzählen. Aber nicht jetzt. Das machen wir später. So. Okay, einen Gast haben wir aber hier nicht. Ganz am Anfang haben wir einen getroffen und dann gar nicht mehr. Finde ich ja auch blöd. Hier ist echt kein Gast mehr, ey. Was soll denn das? Das ist echt übel. Ja, das ist echt immer so, keine Ahnung. Mega dumm. Ja, auf jeden Fall finde ich es ziemlich nice, dass wir eigentlich fast den ganzen Mai jede Woche irgendwie frei haben mal. Ist schon fast besser als zusammenhängend eine Woche Ferien zu haben. Weil da hat man einfach mega lange Wochenenden so. Ich weiß nicht. Das ist auch eigentlich schon fast echt. Oh Mann, ich krieg's wieder nicht hin heute. Ja, es ist besser. So. Hab ich's gesagt. Okay. Nee, also ich finde es echt, es hat Vorteile. Und ja, man kann sich auf jeden Fall ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren an den Tagen. Also ich merke es zumindest immer, wenn wir einen Tag frei haben, da schafft man einfach sehr viel mehr. Das ist wirklich ein großer Unterschied zu sonst. Ja, schon allein das Wochenende, da schaffe ich auch immer viel, viel mehr als an so einem normalen Tag. Und das ist mir die Woche wieder so aufgefallen. Montag, Dienstag, Mittwoch hatte ich so wenig Zeit. Dienstag ging dann noch. Da war ich ja nicht in der Schule, da hatte ich ja was anderes. Und nachmittags ging es dann noch. Aber Montag und Mittwoch, boah, Alter, das war so übel. Mittwoch hatte ich erstmal so einen richtig scheiß Arzttermin. Oh, nee. Da haben wir erstmal 2 Stunden gesessen. Da hatte ich echt dann keinen Bock mehr. Also 2 Stunden rumsitzen, das ist wirklich nichts für mich. Da werde ich so hibbelig, da will ich dann unbedingt hier, dass mal was läuft, weißt du? Ey, das ist übel. Sowas können sie mit mir nicht machen. Echt. Da sollen sie mich später rannehmen, wenn sie wissen, wir sind da voll oder wir haben da viel. Weißt du, und da sollen sie nicht sagen so, ja, wir nehmen sie 16:30 dran und dann warten wir bis 18:10. Weißt du, geil, ne? Ja, und ich hatte auch nicht viel zur Beschäftigung mit. Ich hatte zwar meinen Geohefter mit, weil ich da schon mal lernen wollte, für die Arbeit, die ich ja erwähnt hatte. Aber sonst war nicht viel los. Und ich höre einen Gast, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ja, also in letzter Zeit ist es bei mir auch echt immer so, wenn ich zum Arzt gehe, nehme ich mir immer was zum Lernen mit oder. Ja, wenn ich mal nichts zum Lernen habe, was eigentlich selten ist, dann nehme ich mir halt irgendwas zum Hören mit. Meistens sind es dann irgendwelche YouTube-Videos, die man so im Hintergrund hören kann. Die nehme ich mir dann einfach für einen Arzt mit. Zum Beispiel, wenn Early Boy mal wieder eine Craft Attack-Folge macht mit irgendeinem Thema, das kann man sich dann schon mal beim Arzt anhören. Ganz gut. Der despawnt wahrscheinlich gleich, wie ich mich kenne. Mich und mein Glück. Oh, doch nicht. So, wo fällt's hin? Ich muss da jetzt mal hin. So. Oh, noch einer. Hä, wo ist es hin? Warte, ich schieß erst mal den anderen hier ab. Alter, da ist noch einer. Jetzt geht's auch hier los. Ja, auf jeden Fall nehme ich mir zum Arzt immer was ordentliches mit. Zur Beschäftigung. Ich will jetzt auch mich nicht dahinsetzen und irgendwelche dummen Zeitschriften lesen. Das ist mir dann auch die Zeit schon schade. Ich will halt immer meine Zeit irgendwie sinnvoll nutzen. Manchmal gelingt es mir allerdings zu Hause auch nicht. Da mache ich dann irgendeinen Scheiß und bin so unproduktiv. Aber das habe ich auch schon mal erzählt, ne? Oh, eine Gasträne. Nicht schlecht.
So, bisschen abwechslungsreich esse ich gerade mal. Okay. Ja, und da wären wir eigentlich auch schon durch mit dem Thema. Also, ja. Das sind immer so Wendungen in meinem Let's Play. Wir sind durch mit dem Thema und keine Ahnung. Sag ich eigentlich jede Folge. Ja. Habe ich mir so angewöhnt. War früher nicht so. Sollte ich vielleicht auch mal wieder lassen. Ne? So. Ja, genau. Geh über die Lava. Das machst du sehr gut. Da will ich dich haben. Da bringst du mir sehr viel. Vielen Dank. So, genug Sarkasmus für heute. Alter. Genau. Vor allem, wie langsam der einfach so gleitet. Wie so ein Heißluftballon. Ist er ja wirklich. Der hat nichts weiter in sich als heiße Luft. Jo. Alter, wie alles brennt einfach nur. Jetzt tötet er auch noch die armen Pigmen. So ein gemeiner Gast hier. So, kurze Unterbrechung, ja. Aber der Gast, Alter, der ist übelst scheiße platziert. Jetzt ist er einfach in der Lava. Ist es dein Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Guck dir den an. Jetzt ist da der Nächste. Vielleicht ist der andere despawned. Oder gestorben. Ich habe da irgendwelche Partikel gesehen, obwohl so weit sieht man die eigentlich nicht. Ist auch komisch. Ja, genau, ey. Ohne Witz, es kotzt mich an. Diese Scheißviecher. Boah, die sind richtig übel, eklig, Alter. Eine Gasträne habe ich. Boah, ey, zumindest mehr als bei den Enderperlen. Aber es ist doch schlimm. Ach, guck dir den an. Den kriege ich auch jetzt. Alter, wäre das jetzt ins Feuer gefallen? Ich hätte so am Rad gedreht. So, zumindest zwei Dinger. Das ist schon mal etwas. Immerhin das Doppelte, ja? Ja, geil. So. Naja, da gehen wir mal kurzerhand zurück. Und ja, ansonsten, was erzählen wir mal in der nächsten Folge? Das weiß ich auch noch nicht. Eventuell etwas aus meinem Leben. Wer hätte es gedacht? Mache ich ja gar nicht mal so selten. Und zwar, obwohl, was ist denn das Beste? Oh, warte mal. Na, das ist blöd, das Thema. Das wollte ich vielleicht gar nicht nehmen. Ja, nehmen wir das. Genau. Genau. So. Dann mache ich das ja erstmal zu auch. Weil das nervt mich. Wenn hier Feuer ist, direkt vor der Haustür. Vor allem Haustür. Als ob ich mich ja ansatzweise wohlfühlen könnte. Naja. Egal. So, da gehen wir mal kurz durch. Durchs Portal. So. Und jetzt pass auf. Da sind wir nämlich wieder. Okay, Ja, dann gucken wir mal hier. Ach, scheiße, dass jetzt nicht mehr Nacht ist, ey. Das ist ja ziemlich doof. Wir können auf jeden Fall mal drei Flaschen machen nochmal. Dann machen wir hier. Oh. Hey, seltsamer. Ach so, Wasserflasche, ja, stimmt. Dann machen wir hier auf jeden Fall eine Gasträne drauf. Und warte mal ganz kurz. Und als nächstes, was hatte ich hier? Ich hatte gesagt, weitere Stärketränke und Regeneration und Verlängern. Also brauchen wir noch Redstone. Yo, Redstone können wir holen. So.
Und ansonsten noch weitere Stärketränke. Also braucht man dann nochmal das und ein Blaze Powder. Und ein Nether Ward. Okay, das kann erstmal rein. Blaze Powder hole ich mir. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir hier was hinkriegen. So. Erstmal seltsamen Trank. Und dann das und Redstone. Genau. So machen wir's. Und da haben wir dann auf jeden Fall alle Tränke, die wir so eigentlich brauchen. Und ja, da können wir uns schon mal glücklich schätzen. So, zack. Ah ne, das bleibt so. Okay. Und dann, wie gesagt, das Redstone. Yo. So, na komm schon. Ich will die Folge nicht zu lang machen und das soll noch in die alte Folge rein, sozusagen. So. Ich mach das Braune am Ende der Folge am liebsten. Das finde ich irgendwie besser. Ja. So.